So etwas kann die Mannschaft noch stärker machen. Die Mannschaft kann noch mehr zusammenrücken und das passiert gerade. Das merkt man, jeder wird für den anderen einstehen. Wir gegen die Welt sozusagen. Oder? Und darum, eine Belastung ist es momentan nicht. Ich glaube, die Belastung war schon riesig vor und während dem Serbien-Spiel. Und trotzdem hat man das der Mannschaft nicht groß angesehen. Wir haben das Spiel gewonnen, das eminent wichtige Spiel. Wir sind alle betroffen. Das ist so, aber wir sind so eng zusammen. Kein Problem. Wir standen hinten. Die Spieler, sie sind jetzt im Fokus von FIFA, aber eigentlich sie konnten alle nehmen auf Fokus. Ja, ich glaube, sie werden alles nochmal auf den Platz bringen, was sie haben. Das ist ja nicht wirklich eine Mannschaft, die sich abschiessen lassen hat bis jetzt. Sie haben zweimal unglücklich, zweimal knapp verloren. Und eine Mannschaft, die sicher auch Qualität hat, das hat man ja gesehen, dass sie sich vor den USA qualifiziert hat unter anderem. Also es wird nochmal sehr schwer. Und trotzdem, wir haben sie in den eigenen Füßen und das ist eine sensationelle Ausgangslage. Wir sind mit einem Punkt weiter. Steigen den Sieg an und hoffentlich holen wir auch den Sieg natürlich. Oh.